Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Das ist ein Jahr der Jahrestage. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Jahrestage wir schon seit Januar miterlebt haben und zelebrieren mussten, und das wird so weitergehen. Warum haben wir plötzlich so eine Anzahl von Jahrestagen in diesem Jahr? Um den Blick auf den entscheidenden Jahrestag im Herbst zu verstellen, nämlich den 30. Jahrestag des Mauerfalls und der Friedlichen Revolution. Das ist ein Datum, was im vereinten Deutschland also lieber heruntergespielt wird und worauf die Deutschen auf keinen Fall stolz sein sollen. Warum ist das so? Warum ist das so? Den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie die Sicherheit gegenüber der Freiheit bevorzugen und bereit seien, der Einschränkung von Freiheit zuzustimmen, wenn sie vor die Wahl gestellt werden würden, Freiheit oder Sicherheit, also sich zwischen diesen beiden Werten zu entscheiden. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ob das wirklich auf die Mehrheit der Deutschen zutrifft, da bin ich im Zweifel. Oder ob das nicht doch eine der vielen herrschaftsstabilisierenden Legenden ist, mit denen wir ständig traktiert werden. Und ich kann das eben auch leider jetzt nicht untersuchen. Aber mein Thema sind die vielen Deutschen, die sich in allen Jahrhunderten für die Freiheit stark gemacht haben und dabei auch sehr viel riskiert haben. Also ich kann nur einige ganz wenige Beispiele rausgreifen. Auf den Regenbogenfahnen der Bauernkrieger stand Freiheit und nicht Vielfalt oder eines der anderen Modewörter, die wir heute als Freiheitsersatz angeboten kriegen. Und kann man noch bei den Bauernkriegern geteilter Meinung sein, denn Teile der Bewegung waren von Radikalen wie Thomas Müntzer dominiert, sollte es unstrittig sein, dass die heute von der linken Meinungsmache geschmähten Burschenschaften Vorkämpfer für die Freiheit waren. Also auch wieder nur ein Beispiel: die Teilnehmer des Hambacher Festes von 1832 ersehnten und erforderten Freiheit, genau die Freiheit, die uns heute peu à peu wieder entzogen wird. Und vorhin haben wir Goethe gehört mit der Lazarettpolitik. Ich möchte, ja, das ist aber bei, das ist dasselbe. Oder eins folgt aus dem anderen, würde ich sagen. Unser Freiheitsdichter Friedrich Schiller hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte: Die ganze Weltgeschichte ist ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht gegen die Freiheit. Und wir erleben heute etwas, was wir als einen finalen Kampf der Herrschsucht gegen die Freiheit betrachten können. Denn die Herrschsucht hat vor 30 Jahren einen erheblichen Schock erlitten, während der Friedlichen Revolution. Was ist denn damals passiert? Damals ist eine bis an die Zähne atomar bewaffnete Klasse, politische Kaste, verschwunden, fast über Nacht. Und meine These ist, das hat die politische Kaste im Westen mit Fassungslosigkeit gesehen und hat sich gesagt, wenn denen das passieren kann, dann kann uns das auch passieren. Und was wir seit 30 Jahren erleben, das ist ein Versuch, Stück für Stück das, was diese Friedliche Revolution erreicht hat, wieder zurückzunehmen. Es ging damit los, dass geleugnet wurde, dass es sich überhaupt um eine Revolution gehandelt habe. Also wenn es überhaupt eine Revolution in der Weltgeschichte gab, die diesen Namen verdiente, noch dazu einer friedlichen, dann war es die, denn es ist ein ganzes, nicht nur eine kleine Herrschaftsklique, sondern eine ganze Herrschaftskaste, die sich über ein Sechstel der Welt ausgebreitet hatte, verschwunden oder entmachtet worden. Also es wurde dann erst gesagt, es wäre gar keine richtige Revolution geworden. Man hat dann eifrig den Begriff Wende benutzt, der von Egon Krenz
in die Debatte geworfen wurde, weil das lenkte von dem eigentlichen Charakter der Ereignisse 1989-90 ab. Und dann kam sofort die Legende, ach, den Leuten ist es doch eigentlich gar nicht um Freiheit gegangen. Die wollten ja alle nur den Wohlstand und das bessere Leben und die Bananen. Ja? Otto Schily, unvergessen, der am Abend der Volkskammerwahl in der DDR die Banane aus der Tasche zog und in die Kamera hielt, als er gefragt wurde, wie er sich den Sieg der Allianz für Deutschland erklären kann. Es sind dieselben Leute, die damals den DDR-Leuten vorgeworfen haben, dass es ihnen ja nur um Wohlstand ginge, die heute argumentieren, wir müssen alle aufnehmen, die ein besseres Leben suchen. Ja, das sind, so hat sich die Argumentation verschoben und wie gesagt, das sind dieselben Leute, die das gebrauchen. Und diese Geschichte des Kampfes, der Herrschsucht gegen die Freiheit ist also eine uralte Geschichte, die immer wieder neu erzählt wird. Und im 30. Jubiläum des Mauerfalls befinden wir uns wieder auf dem abschüssigen Pfad in die Knechtschaft. Die Knechtschaft, die August Friedrich Hayek sehr genau beschrieben hat. Und wie konnte das eigentlich passieren? Denn nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Diktaturen Europas hat es ja sogar Stimmen gegeben, die jetzt das Ende der Geschichte erklärt haben, ja, weil sie gesagt haben, jetzt habe die Demokratie endgültig gesiegt und es würden keine wesentlichen Auseinandersetzungen mehr folgen, weil sich Demokratie und Marktwirtschaft durchgesetzt haben. Was für ein Irrtum. Denn heute haben wir etwas, was ich persönlich in meiner Analyse als eine Konterrevolution bezeichne, gegen diese friedliche Revolution. Und diese Konterrevolution nimmt immer mehr Fahrt auf. Und wieder marschieren die Deutschen an der Spitze dieser Bewegung. Und mir ist deshalb besonders unwohl, weil immer wenn sich die Deutschen an die Spitze einer Zeitgeistbewegung gesetzt haben, dann wurde das für Deutschland ganz gefährlich und fatal. Und eigentlich sollten die deutschen Eliten daraus gelernt haben, aber offensichtlich haben sie es nicht gelernt. Und die deutschen Eliten marschieren nicht nur wieder an der Spitze der Bewegung, sondern meinen, sie müssten die Welt darüber belehren, was Moral und Gutmenschentum sei. Und es geht nicht nur um Moral und um Gutmenschentum, das geht darum, uns die alten, bereits abgewirtschafteten Rezepte des Sozialismus wieder zu verkaufen. Und auch da marschieren die Deutschen wieder an der Spitze der Bewegung. Obwohl sie da nicht alleine sind. Also der Sozialismus erhebt seine Drachenköpfe wieder überall in der Welt. Venezuela ist das aktuellste Beispiel, wie der Sozialismus innerhalb von nur 10 Jahren ein prosperierendes Land, wo Wohlstand herrschte, in die Hungersnot getrieben hat. Chinas Nomenklatura ist dabei, die globale Wirtschaft zu dominieren. Sie planen eine neue Seidenstraße, um ihre Macht bis nach Europa auszudehnen. Und sie finden in Europa jede Menge willige Helfer. Die Chinesen haben Deutschland bereits einen symbolisch überdimensionalen Marx in Gold geschenkt. Ne? Der steht in Trier, genau, ein riesiger Marx. Und die Trierer Stadtverordneten haben diesen Marx freudig entgegengenommen, wie damals die Trojaner das trojanische Pferd. Ja? Aber es steht nicht nur Marx in Trier, Marx ist heute auch wieder Abiturprüfstoff. Also nicht etwa Ludwig Erhard oder August von Hayek oder Kant, sondern Marx. Ja?
Und dem entspricht ein gewisses politisches Handeln in Deutschland, wenn die entsprechenden Leute an der Macht sind. Also hier in Berlin wird die sozialistische Machtfrage schon längst wieder ganz offen gestellt. Es gibt einen Großangriff gegen das Wohneigentum. Und der JUSO-Vorsitzende Kühnert, von dem wir vorhin schon von Norbert Bolz gehört haben, der wird in den Medien für seine Enteignungsfantasien gefeiert und dafür, dass er diesen Enteignungsfantasien hat, vom Spiegel schon zum heißen Favoriten für den nächsten SPD-Vorsitz erklärt. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich das wünschen soll. Dann fällt die SPD zumindest in den neuen Ländern unter die 5%-Hürde und wir haben ein Problem weniger. Aber und wenn es nach den Haltungsjournalisten, also Norbert Bolz hat vorhin deutlicher gesagt Gesinnungsjournalisten, aber ich bin mal höflich und nehme Anja Reschkes Wort Haltungsjournalisten auf, ne? Also wenn es nach den Haltungsjournalisten ginge, dann wäre spätestens der übernächste Bundeskanzler einer von den Grünen. Und der Union ist dabei die Rolle des Steigbügelhalters zugeteilt. Also ich weiß nicht, wer es von Ihnen nicht gehört hat, dann erzähle ich vielleicht die Geschichte noch mal kurz. Der grüne Vordenker Daniel Cohn-Bendit oder Cohn-Bendit, der schon in den 68er-Bewegungen sich als Vordenker hervorgetan hat und der immer noch also so ein Vordenker für Joschka Fischer war, der hat kürzlich in der Taz ein Interview gegeben, wo er das Szenario entwickelt hat, wie es zu einem grünen Bundeskanzler kommen wird. Und zwar eine Legislaturperiode muss man noch abwarten, da ist es nämlich dann schwarz-grün. Aber in der nächsten Legislaturperiode wird es dann grün-schwarz oder grün-rot-rot. Und dann haben wir unseren grünen Bundeskanzler. Und ich muss leider befürchten, dass sich die Union diesen Vorstellungen beugen wird. Weil ich sehe im Augenblick nicht eine Gegenentwicklung in der Union. Wieso konnten die Grünen überhaupt in diese Position kommen? Man kann, wenn man als Erklärung rannimmt, dass das ein Ergebnis der massiven Medienpropaganda ist, die wir jetzt ganz verstärkt seit dem Europawahlkampf erlebt haben, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass die Union den Grünen diesen Weg geebnet hat, indem nämlich die Kanzlerin, die die Richtlinien der Politik vorgibt, seit Jahren linksgrüne Politik macht. Und jetzt findet sich die Union in der Rolle des Zauberlehrlings wieder, der den Geist nicht mehr los wird, den er selbst gerufen hat. Aber ich frage mich, welchen Meister will die Union anrufen? Ja? Also bei Goethe ist es ja Hilf, Herr, um Meister. Ne? Und der kommt dann, aber ob es für die Union eine Rettung von oben gibt, wage ich zu bezweifeln. Also es ist eine Folge der Politik, die von der Union fast widerstandslos unter Merkels Führung durchgeführt wurde, denn die Grünen hätten das aus eigener Kraft niemals erreicht, weder den Ausstieg, also weder die Abschaffung der Wehrpflicht, noch die Griechenlandrettung, noch die ganze Euro-Rettungspolitik, schon gar nicht die die massenhafte unkontrollierte Einwanderung und den vorgezogenen Atomausstieg, den Ausstieg aus der Braunkohle, jetzt soll auch noch aus Gas ausgestiegen werden. Und an der Stelle wünsche ich mir nur, dass die Initiative Braunkohle Lausitz e.V., dass auf die mal wirklich gehört werden würde, denn die haben gesagt, okay, lasst uns das doch machen. Lasst uns doch morgen alle Braunkohlenkraftwerke abschalten und dann mal gucken, wer als erstes das Heulen kriegt und
lautstark verlangt, dass man die wieder anschalten soll. Ja, weil aber diese Entwicklung, also bis hin zu dem grünen Kanzler, der uns jetzt von den Haltungsmedien gewünscht wird, und jetzt ja nicht nur den grünen Kanzler, sondern jetzt soll ja auch die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten nochmal nachgespielt werden. Bekanntlich gab es die ja in der DDR als Zwangsvereinigung. Damals musste der SPD-Vorsitzende Otto Grotewohl dem Vorsitzenden, dem KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck die Hand reichen. Heute liest man in den Medien, müsste doch Frau Kipping und Kevin Kühnert diesen historischen Händedruck nachvollziehen. Und kaum war diese Idee in der Welt, ist die breit aufgegriffen worden. Natürlich wieder als erstes ist der Spiegel auf diesen SED-Zug aufgesprungen, aber man hört das jetzt auch noch von anderen Seiten. Also selbst die Vereinigung, der Vereinigungsparteitag soll uns nicht erspart bleiben. Wer diese Entwicklung mit Sorge betrachtet und wer sich dagegen ausspricht, der erlebt, dass eine immer rigidere Einschränkung unserer Freiheitsrechte. Fangen wir bei der Meinungsfreiheit an, die ja die Voraussetzung für alle anderen Freiheiten ist. Wir hören das Bekenntnis zur Meinungsfreiheit jeden Tag in den Medien. Unsere Haltungsjournalisten führen die Meinungsfreiheit immer ganz groß im Mund. Aber wenn sie darüber berichten, dann meinen sie die Meinungsfreiheit in Russland, dann meinen sie die Meinungsfreiheit in der Türkei oder angeblich ist die Meinungsfreiheit jetzt durch Donald Trump in Amerika in äußerster Gefahr und unsere Kämpfer für Meinungsfreiheit in unseren Medien sagen dann immer wieder, wir können das nicht hinnehmen, wie Georg Restle, der Kommentator im Rotfunk, mal gesagt hat, also liebe Türken in Deutschland, ihr müsst jetzt endlich aufstehen und euch für die Meinungsfreiheit in der Türkei einsetzen. Aber dass wir selber ein Problem mit der Meinungsfreiheit haben, dass wir eigentlich schon gar keine Meinungsfreiheit mehr haben, sondern schon mitten in der Gesinnungsdiktatur stecken, das ist den wenigsten bewusst. Denn dass jeder seine Meinung frei und öffentlich äußern kann, das steht ja im Grundgesetz, aber Papier ist geduldig. Also das stand übrigens auch in der Verfassung der DDR. Artikel 27, der erste Satz lautete, jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Ich habe damals versucht, diesen Satz aus der Verfassung der DDR auch in der Realität umzusetzen und bin im Januar 1988 mit einem Transparent zu einer SED-Demonstration gegangen, wo dieser Satz aus der Verfassung der DDR drauf stand. Und da habe ich dann auch noch extra drunter geschrieben, Artikel 27, Verfassung der DDR, weil ich schon ahnte, dass die Staatssicherheit die Verfassung der DDR nicht kennt. Und musste erleben, dass mir das nicht gut bekommen ist und ich im Stasi-Knast von Schönhausen landete, gemeinsam mit vielen anderen Bürgerrechtlern. Nein, das ist überhaupt nicht zum... Nee. Das dürfen die Stasi, die Taten der Stasi nicht auch noch beklatschen. Ach Quatsch. Deswegen habe ich das jetzt nicht erzählt. Ich wollte jetzt sagen, was passiert, wenn man heute als Bürgerrechtlerin das Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt und der Mainstream-Meinung oder der Meinung der Haltungsjournalisten oder wie man das immer bezeichnen will, widerspricht. Dann passiert Folgendes. Also zum Beispiel die Antifa, die Sturmtruppe der Merkel-Regierung, hängt Plakate rings um die Wohnung auf, wo dann draufsteht, Maul halten, kein Podium für rechte Hetzer.
Und wenn man dann eine Anzeige erstattet wegen Verleumdung, kriegt man einen netten Brief von der Staatsanwaltschaft. Also wer sich so wie Sie zur Antifa äußert, nämlich kritisch, der muss das aushalten. Das ist ein Teil unseres Meinungskampfes oder des politischen Meinungskampfes. Ja. Aber diese Palette hat ja noch viele andere Facetten. Also es wird einem plötzlich das Privatkonto gekündigt, aus gar keinem Grund. Oder alle anderen Dinge kennen Sie ja. Kein Bier für Nazis, kein Restaurantbesuch für Nazis, keine Räume für Nazis oder was man dafür erklärt. Und jeder, der sich nicht diesen Vorgaben beugen will, Wirte, die trotzdem Räume vermieten wollen, die werden von der Antifa unter Druck gesetzt. Ich habe solche E-Mails selber gelesen. Ja. Wenn Sie glauben, dass Sie diese Veranstaltung durchführen lassen wollen, dann werden wir mal die Wurffestigkeit Ihrer Scheibe ausprobieren. Und die wenigsten Wirte lassen das dann darauf ankommen. Und solche illegalen Aktionen werden heute als zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts, auch von Verteidigern dieser Aktionen begründet. Und so höhlt der staatlich geforderte Kampf gegen rechts die Rechtsstaatlichkeit aus. Und zwar permanent und jeden Tag. Und in der Taz, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, ist in einem Kommentar gefordert worden, dass Andersdenkende so angeprangert werden müssten, dass sie sich nicht einmal mehr zum Bäcker trauen in der Nachbarschaft. Und tatsächlich tut die Antifa alles oder auch ihre willigen Helfer, tun die alles, damit das Wirklichkeit wird. Es soll massiv eingeschüchtert werden, sodass am besten die Leute den Mund halten und sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen oder nicht mehr trauen zu widersprechen. Und das ist, da knüpfe ich dann auch an Norbert Bolz an, das ist das, was jeder Einzelne von uns in der Hand hat, sich nicht den Mund verbieten zu lassen, und trotzdem Widerspruch anzumelden. Jeder auf die Weise, die er am besten kann, seine Abgeordneten zur Rede zu stellen, zu deren Terminen, offiziellen Terminen, also Wahlkreisterminen zu gehen, sie zur Rede zu stellen, E-Mails zu schreiben, Kommentare zu verfassen und so weiter oder auch mal in der Öffentlichkeit laut zu widersprechen. Wir brauchen das, denn diese Praktiken, die ich geschildert habe, das sind Praktiken aus den finstersten Zeiten Deutschlands. Und das wird zum Teil sogar auch öffentlich zugegeben. Also der ruchlose Chef des Zentrums für politische Schandtaten oder politische Schönheit, nein, der hat gesagt, Philipp Ruch heißt der Mensch, der hat gesagt, gegen Nazis helfen nur Nazi-Methoden. Ja? Und was die Leute, die diese Thesen vertreten, nicht gelernt haben, ist, dass die Lehre aus der Geschichte nicht ist, diese oder jene Gedanken zu verbannen. Denn vor Gedanken, die ja sowieso frei sind, muss man keine Angst haben. Wer die besseren Argumente hat, wird aus einer Diskussion immer als Sieger hervorgehen. Nur die, die keine guten Argumente haben, sind darauf angewiesen, mit repressiven Maßnahmen ihre Meinung durchzusetzen. Aber was diese Leute nicht gelernt haben, ist, dass man die Methoden ächten muss, mit denen die totalitären Systeme gearbeitet haben. Und leider hapert es da bei uns daran. Und dass der Ruch nicht alleine steht, also dieser Chef vom Zentrum für politische Schandtaten, das ist uns erst wieder
vor 2 Tagen serviert worden. Da hat der Arbeiter-Samariter-Bund und einige andere Vereinigungen irgend so ein kleines Schriftstück verfasst, wo drin steht, also jetzt wäre jetzt mal Schluss mit dem Verständnis für die besorgten Bürger. Wir wollten jetzt hier nicht mehr diskutieren, sondern klare Kante zeigen, keine Auftritte mehr ausgrenzen, abgrenzen, zum Schweigen bringen. Arbeiter-Samariter-Bund, ja? Ja? Wie steht es mit der Demonstrationsfreiheit? Steht auch auf dem Papier. Und es ist ein nach wie vor vom Grundgesetz garantiertes Recht. Und man kann auch erfolgreich jede Demonstration anmelden. Und damit ist dann schon ganz oft Ende der Fahnenstange. Denn sobald es sich um eine Demonstration gegen die politisch korrekte Mehrheitsmeinung handelt, melden erst die Demokraten oder die Haltungsjournalisten und die Haltungspolitiker so lange Bedenken an, bis die Antifa auf den Plan tritt und wieder zu einer Gegendemonstration aufruft und meistens damit dann Erfolg hat. Und wie absurd das aussehen kann, konnte man auch wieder nur ein Beispiel im letzten Jahr bei einer Demonstration in Köln erleben, die von einem Verein aus der Mitte der Gesellschaft organisiert wurde. Und zwar handelte es sich um eine Demonstration gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas. Und das übliche breite Bündnis aus SPD, Gewerkschaften, Linken, Grünen, Gelegenheitsantifanten und harter Antifa versuchte unter Bruch der Auflagen, also Abstand von dieser Demonstration zu halten, 3 Stunden lang mit allem, was die Lungen und die Trillerpfeifen und sonstige Klanginstrumente hergaben, die Demonstration niederzubrüllen und zu trompeten. Und die Polizei stand da und hat nichts unternommen, obwohl es grundgesetzwidrig ist, ne, solche Demonstrationen zu stoppen. Und das Interessante war, oder das Pikante, weder wussten die lärmenden Linken oder die lärmende Linksjugend, dass die schärfste Regel gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Parlament nicht von einem AfD-Abgeordneten, auch nicht von einem FDP-Abgeordneten gehalten wurde, sondern von Vizepräsidentin Petra Pau von den Linken. Ja? Da hatten sie keine Ahnung, die fanden das alles Nazi. Da habe ich die gefragt, ist Petra Pau jetzt auch Nazi? Ja, wenn sie da so geredet hat. Und genauso die grüne Jugend hatte keine Ahnung, dass Sprecher Benjamin von Notz, Konstantin von Notz, die zweitschärfste Rede gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gehalten hat. Und nach den lärmenden jungen Leuten von der grünen Jugend wäre der also auch ein Nazi gewesen. Ja? Also solche absurden Blüten treiben inzwischen diese Verbote. Wie steht's mit der Reisefreiheit? Na, das ist wunderbar, überhaupt kein Problem. Andersdenkenden wird immer häufiger und immer lauter empfohlen, doch das Land zu verlassen, wenn ihnen die Entwicklung in Deutschland nicht passt. Ja? Finde ich auch sehr pikant, solche vergifteten Ratschläge, denn die erinnern an die unselige Praxis, nicht nur der DDR, sondern auch der Sowjetunion, ihre ungeliebten Kritiker in den Westen abzuschieben. Und bekanntlich hat diese Praxis das Ende der DDR beschleunigt, statt es zu verhindern. Und dann kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, wer die Freiheit liebt, verteidigt das eigene Land. Ja? Und unsere emanzipatorischen Errungenschaften, den Rechtsstaat und das Grundgesetz. Freiheitlich handeln heißt, unsere Heimat nicht kampflos der Demontage zu überlassen. Und ja, freiheitlich Gesinnte sind für die Herrschaft des Rechts. Alle, auch die Politiker, stehen unter dem Gesetz und nicht darüber. Und es gibt keinen, wirklich keinen Grund, das Gesetz zugunsten einer höheren Moral
auszuhebeln oder zu missachten, so wie es unter unserer Kanzlerin Merkel leider Mode geworden ist. Niemand darf unter keinem Vorwand Recht und Gesetz für ein angeblich höheres Gut außer Kraft setzen. Und wenn das Neurechts ist, meine Damen und Herren, bitte sehr, ich nenne das rechtsstaatlich. Und warum kommen diese totalitären Verhaltensmuster so schnell wieder? Das ist eine Frage, der wir wirklich mit allem Ernst nachgehen sollten. Meine Antwort ist darauf: In Deutschland wurde die Tätergeschichte des Nationalsozialismus bis ins Detail aufgearbeitet. Und während dieser Aufarbeitung ist es den Tätern und ihren Nachkommen gelungen, ihre Schandtaten in die aller Deutschen umzuwandeln. Wer die Freiheit liebt, der orientiert sich am Widerstand. Der fragt sich, wenn ich hier Nikolaus Fest sitzen sehe, ne? Joachim Fester, ihr Vater, in jungen Jahren hat gesagt, ich nicht. So einfach ist es. Ich nicht. Ja? Also, und dann muss man sich fragen, welche Charaktereigenschaften bewahren den Einzelnen davor, sich als Werkzeug von Diktatoren anzudienen oder missbrauchen zu lassen? Was befähigt den Einzelnen, der Propaganda zu widerstehen, sich eine eigene Meinung zu bilden und sie erfolgreich zu verteidigen? Was macht aus uns Menschen nicht eine folgsame, von der Politik und Medien manipulierbare Masse, sondern selbstbestimmte Individuen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und sich auch das nicht wieder nehmen lassen? Und da, meine Damen und Herren, hat die Friedrich-Revolution von 1989 ein nicht wieder wegzudiskutierendes Beispiel in die Weltgeschichte gebracht. Die hat nämlich gezeigt, wenn sich genügend viele Menschen finden, die den Herrschenden die Legitimation absprechen und die Gefolgschaft verweigern, bricht auch ein bis an die Zähne atomar bewaffnetes System zusammen. Und ich habe das am Anfang meines Vortrags gesagt, damals ist eine ganze politische Klasse fast über Nacht verschwunden. Und die Furcht steckt den Herrschsüchtigen bis heute in den Knochen. Und wenn wir darüber reden, dass wir in gewisser Weise die DDR wiederbekommen, dann sage ich, das stimmt auch nur zum Teil. Ja? Denn um mal nur ein Beispiel zu nehmen, in der DDR hat die Staatssicherheit für die Bekämpfung von Andersdenkenden gesorgt. Und die Staatssicherheit musste ihre Spione, ihre inoffiziellen Mitarbeiter, sorgfältig auswählen. Führungsoffiziere waren ständig damit beschäftigt, ihre Informanten bei Laune zu halten. Die mussten in ihren persönlichen Gesprächen sich auch die persönlichen Probleme ihrer Informanten anhören, mussten zum Teil psychologischer Coach sein, damit das auch funktionierte. So war es in der DDR. Heute heißt die Staatssicherheit, heute braucht man die Staatssicherheit nicht mehr. Heute erledigt das die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, wie das so schön genannt wird. Wir haben jede Menge, Dutzende, Tausende freiwillige, fröhliche Denunzianten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, das Netz und alles, was rings um sie herum passiert, zu durchforsten und dann einzugreifen und zu denunzieren. Und das wird heute alles ganz freiwillig und ohne Bezahlung gemacht und ohne Druck. Es ist nicht nur kein Druck da, das wird staatlicherseits belohnt. Norbert Bolz hat vorhin schon über den Kampf gegen Rechts gesprochen. Er hat nicht dazu gesagt, dass dieser Kampf gegen Rechts mit über 130 Millionen inzwischen finanziert wird, währenddessen es eine einzige Stelle gibt, die sich mit Linksradikalismus beschäftigt. Die ist noch, muss man vielleicht sagen, angesiedelt im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und hat ein Etat von, ich weiß es nicht, 150.000. Angelika, weißt du das? Ist egal, jedenfalls ein ganz winziger Bruchteil des Etats von Kampf gegen Rechts. Und wer steht an der Spitze
dieser ganzen Denunzianten eine ehemalige inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit, Annetta Kahane, die mit ihrer Amadeo-Antonio-Stiftung ja nur die Spitze des Eisberges ist. Wir haben über 100 solcher Initiativen, gesellschaftlichen Initiativen, die sich den Kampf gegen rechts auf die Fahnen geschrieben haben. Und alle diese Initiativen können auf staatliche Förderung hoffen oder können Anträge auf staatliche Förderung stellen. Und wenn sie alle richtigen Worte da reingeschrieben haben, die die Behörden brauchen, dann wird das Geld auch bewilligt. Also heute wird Denunziation staatlich gefördert, so wie in der DDR, bloß dass sich die Methode geändert hat. Und das ist, diesen Unterschied muss man sich auch klar machen. So einfach ist es eben nicht, DDR 2.0, ja? Sondern die Methoden haben sich gewaltig verfeinert und sind anders geworden. Und wie wirksam die sind, sage ich Ihnen auch an einem Beispiel. Es hat ein Schuldirektor in Weißenfels tatsächlich gewagt, den Wunsch seiner Lehrerin nach einem Seminar über Linksradikalismus für die Schüler der Schule nachzukommen und zu sagen, ja, das können wir machen. Und dieses Seminar fand statt. Und natürlich wurden Schuldirektor und Lehrerin sofort beim Bildungsminister von Sachsen-Anhalt und so weiter und im Parlament, im Landesparlament denunziert. Das war ein Bürger, der auch sofort das Gehör eines linken Abgeordneten fand, der dann den Skandal versucht hat, im Parlament zur Diskussion zu stellen. Die Argumentation war, also dieser Schulleiter würde ja die Wichtigkeit des Kampfes gegen rechts so sträflich unterschätzen. Und es wäre auch ein Schulleiter gewesen, der mal gegen Migranten gehetzt hätte, weil er gesagt hat, man muss unsere Schülerinnen aufklären über das Frauenbild der jungen Männer, die massenhaft zu uns kommen. Und die Denunziation schien perfekt zu sein. Und die Empörungsmaschine lief gerade an. Da hat der Schulleiter dann klargemacht, dass dieses Seminar abgehalten wurde von einer Referentin, die das Familienministerium gestellt hat, weil das Familienministerium froh war, dass auch mal eine Veranstaltung gegen Linksradikalismus stattfand. Das brauchten sie für ihre, ja, für ihre Abrechnung oder für, ja. Und dann fiel das alles in sich zusammen. Dieses Beispiel zeigt aber, wie völlig absurd die Denunziationspraxis in unserem Lande inzwischen geworden ist. Und das müssen wir uns klar machen, darüber müssen wir aufklären, darin sehe ich auch meine Rolle und am Ende will ich auch ein bisschen Optimismus reinbringen. Als sich die DDR ihrem Ende näherte, wurden die Repressionsmaßnahmen immer schärfer. Also als Mitglied der heute sogenannten Bürgerrechtsbewegung der Opposition in der DDR konnten wir von Anfang der 80er Jahre, im Herbst 1981 ist der erste Friedenskreis der DDR gegründet worden, bis Ende der 88er Jahre relativ gut arbeiten. Natürlich gab es Repressionen, also 83 habe ich zum Beispiel Berufsverbot gekriegt, aber danach konnte ich einfach weitermachen und so weiter. Und ein paar Repressionen gab es schon, aber im Wesentlichen konnten wir bis Ende der 80er Jahre relativ gut und kontinuierlich arbeiten. Als es mit der DDR zu Ende ging, dann setzten die Massenverhaftungen ein, die Massenprügeleien, das Zusammenschlagen von Oppositionellen und so weiter. Also immer, wenn sich ein System
seinem Ende nähert, wenn es zu Tode getroffen ist, schlägt es um sich. Und ich beobachte das, was wir jetzt erleben. Ja, es gibt noch keine, wir werden noch nicht verhaftet und vielleicht werden wir auch nicht verhaftet. Ja? Aber alles andere passiert ja schon. Andersdenkende werden zusammengeschlagen auf offener Straße, es werden Büros und Wohnungen attackiert, Autos angezündet und so weiter. Und die Meinungsfreiheit wird mit immer rigideren Maßnahmen bekämpft. Das sind alles Zeichen für einen Zustand, wo sich die Herrschsüchtigen nicht mehr sicher sind, ihrer Macht nicht mehr sicher sind. Und das sollten wir uns klar machen, uns davon nicht einschüchtern lassen. An die Herbstrevolution 1989 denken, die sich wie ein Flächenbrand erst über die DDR und dann über das damalige sozialistische Lager ausgebreitet hat und das die bewirkt hat, dass die Politiker damals fast ein Jahr lang, 1989-90, nichts zu sagen hatten, sondern den Ereignissen hinterher rennen müssen. Und auch heute dürfen wir unsere Hoffnungen nicht auf die Politik fokussieren, sondern wir müssen jeder von uns sich die Frage stellen, was kann ich mit meinen Möglichkeiten tun? Das wusste die Linke schon. Das wusste die Linke schon, als sie noch die emanzipatorische Linke war, hatte sie so ein tolles Lied mit dem Satz, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Wir können das nur aufnehmen und wir müssen den Druck aufrechterhalten, bis es endlich wieder eine politische Debatte gibt über die Probleme, die wir in diesem Land haben und eine politische Debatte, die diesen Namen verdient und keine Scheindebatte ist. Und wir müssen Druck machen, bis die Politiker begreifen, dass sie nicht über die Köpfe der Bürger hinweg über schicksalhafte Entscheidungen über die Zukunft unseres Landes bestimmen können. Wir müssen klar machen, dass wir unsere Zukunft selbst entscheiden wollen. Und dann, wenn genügend viele Leute sich das klar machen, dann werden wir auch Erfolg haben. Oder Venceremos, wie die Sinken sagen würden.